Willkommen zu Part 6 von Die Sims 4 Star Wars. Das letzte Mal haben wir unseren Auftrag erledigt und haben dieses Ablenkungsmanöver geflogen. Wir wissen ja jetzt auch Gott sei Dank endlich, wo wir die Datenstifte herkriegen. Und jetzt müssen wir der lieben Wie Bericht erstatten, wo sie sich auch immer versteckt. Irgendwo im Wald halt, wie immer wahrscheinlich. Keiner weiß so genau, wo sie ist. Und da steht sie doch. Wie Moradi Bericht erstatten. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in Sachen Widerstand. Unser Ruf ist so mitteprächtig gut. Wo ist er denn, unser Ruf? Hier. Also ein bisschen guter Ruf haben wir beim Widerstand, schlechten beim ersten und bei den Schurken haben wir auch ein bisschen guten. Jetzt schauen wir mal. Meilenstein erreicht. Luke hat für den Widerstand einen Meilenstein erreicht. Hört sich gut an, als hättest du ein ziemliches Abenteuer erlebt. Ich denke, du wirst gut zu uns passen. 200 Geld bekommen, Widerstandsruf und Bonusbelohnung. Sieh im Inventar deines Sims nach. Ja, mit der müssen wir dann wieder reden, wenn wir, ja, weitermachen wollen. In meinem Inventar ist doch gar nichts. Naja. So, was müssen wir jetzt machen? 3 Sims für den Widerstand rekrutieren. Erreiche Rang 2, rekrutiere beim Widerstand. Erreiche Rang 2, rekrut beim Widerstand. Klicke auf einen Sims mit einem neutralen Batu-Ruf und wähle inspirieren, sich dem Widerstand anzuschließen. Okay. Druide der BB-Einheit oder R-Einheit können beim Druidenbesitz der ersten Ordnung bestellt werden. Um einen Druiden zu kaufen, brauchst du Altmaterial, das du im Batu findest oder im Druidendepot. Ich habe doch so einen schon. Im Bezirk der ersten Ordnung Sperren überschreiten und 2 Versorgungskisten plündern. Besuche den Bezirk der ersten Ordnung, suche Versorgungskisten, überschreite erfolgreich die Sperren und öffne die Versorgungskisten. Gib jedoch Acht, dass die patrouillierenden Sturmtrupps dich nicht erwischen. Okay. Aber so einen Druid habe ich doch schon. Ja. In Welt platzieren. Oder muss ich jetzt noch einen holen? In Inventar platzieren. Ich muss ihn noch einen besorgen. Wir holen uns mal einen neuen Auftrag. Bitten, Missionen zu sehen. Unser Camp einsatzbereit und in Betrieb zu halten, erfordert eine Menge Vorräte. Diese ist Mission, die für das Überleben allerdings unzulässig ist. Wir müssen unsere Bemühungen in Sachen Kommunikation weiter fortsetzen. Es gibt Gemeinschaft, in der wir Black Spirit nicht erkundet haben. Nimm den X-Flüger und finde etwas darüber heraus. Aber wir nehmen jetzt einfach mal das erste. Warum können wir das nicht machen? Ah, weil wir noch nicht genug Rang haben. Was müssen wir da machen? Docking Bay 7 um Nahrungsmittelspende bitten. Okay. Das ist ja nicht viel, was wir da machen müssen. Stand rekrutieren, einen Druidenkumpel beschaffen. Ja, das müssen wir ja dann auch dort machen. Dann können wir ja darüber gehen und so einen Kumpel beschaffen. Und ich weiß nicht, ob wir schon Rang 2 haben. Ich glaube, wir haben noch nicht Rang 2. Ich glaube, wir haben noch Rang 1. Also müssen wir eh Aufträge machen, um Rang 2 zu erhalten, um dann eben 3 Leute zu rekrutieren. Oder? Warte mal. Ja, wir haben erst Rang 1. Ich mache mich hier immer wieder, wie immer, unter. Nee, das war's nicht. Wo können wir nochmal die Dinger kaufen? Quitätenhöhle war es auch nicht. Partisan verdächtiger Anfänger. ja, da war es auch nicht. Also ich rall's, wie ihr merkt, noch nicht so ganz. Ah, habe ich da jetzt angeklickt? Was ist das? Essen. Ah, nee, halt. Hier. Nehmt bitte Spende bitten.
Genau. Bitten. Wir beschaffen. Kriegen wir den doch erst bei der ersten Ordnung? Ich glaube, da müssen wir doch noch zur ersten Ordnung nachher reisen. Ich glaube, das kriegen wir in der ersten Ordnung. Oder? Cookie zeigt auf den Tisch mit den Bergspeisen. Er bietet eine Spende an, um den Widerstand auf Batu zu unterstützen. Sehr gut. Stamms abliefern, okay. Jetzt gehen wir aber kurz erst rüber und gucken, ob wir hier diesen Android kriegen. Also nimmt's mir nicht übel, aber ich rall das Spiel. Ihr merkt, ein bisschen blick ich's, aber noch nicht so ganz. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir was hier wie machen können. Stellen. Was müssen wir kaufen nochmal? Druidenkummel. Druiden der B-Einheit oder der R-Einheit können Bezirk der ersten Ordnung bestellt werden. Um einen Druiden zu kaufen, brauchst du Altmaterial, das du nimmst und kaufen kannst. R-Einheit. Keine Ahnung. Kauf mal eine R-Einheit. Und dann müssen wir zwei so komische Dinger knacken da. Ich weiß, zwei davon sind ganz vorne, aber das ist nicht so einfach. Aha. Wir nehmen einen in Blau. Ja. Jetzt haben wir so ein Ding. Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb deines Druiden aus dem Druidendepot. Klicke auf das Objekt auf Badu, während dein Sims folgt, um Erfahrung bringen, was er tun kann. Mhm. Was haben wir denn alles für einen Schrott in unserem Inventar, ey? Hä? Sind wir denn? Ah, der ist schon draußen. Okay. Warteprotokoll aktivieren. Chatten, zuhören. Zuhören. Chatten. Kompliment über Programm machen. Interessant. Schauen wir mal, wo wir hier so eine Versorgungskiste finden. Hier wären zwei, aber das ist ja direkt vor deren Lager. Das wäre ja dumm, wenn man direkt vor dem Lager so eine Ding versucht zu knacken. War da nicht irgendwo noch eine ein Stück entfernt? So ein bisschen abseits war da doch auch noch so eine Kiste. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wenn man da nicht immer so durch die Gegend fliegen würde in diesem Ding, wäre das auch einfacher. Bist du vom Widerstand? Dann gebe ich dir mal eine Essensspende. Rising Moon? Ja. Ah, das waren diese Essensspenden, die wir denen geben sollten. Dafür werden wir ja wahrscheinlich nicht verhaftet, hoffe ich. Ah, hier ist so eine Kiste. Wir warten, bis der Typ soll weg ist. Wo sind wir? Ah ja, hier. Mit unserem komischen Roboter. Da läuft auch einer. Wir müssen jetzt auf jeden Fall warten, bis der wieder weg ist. Versuchen, Sperre zu überschreiten. Hier sind aber ganz schön viele unterwegs. Ich hoffe, die sehen uns nicht. Keine Ahnung, ob die uns da unten sehen können. Ich meine, wir sind hier ja von dem Baum geschützt, theoretisch. Runter. Ich
tu nur hier mit meinem Freund chatten. Ordnung schwärmen. Hallo. Ich bin ein ganz lieber Mensch. Ja, ich weiß, ich wurde schon ein paar Mal. Das gibt's doch nicht. Wieso werde ich denn immer verhaftet? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich habe einen besiegt. Schnell, mach, 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 solange der bewusstlos ist. Wie viele Kisten müssen wir öffnen? Zwei, okay. Schnell weg da, bevor irgendjemand uns verdächtigt. Hier hingehen. Hier ist auch eine. Und die steht halt auch mittendrin. Ah, nee, steht sie gar nicht mal. Aber ich glaube, jetzt ist wieder viel zu viel los. Können hier mal durchsuchen gehen. Level 2 erreicht. Kann man eigentlich jetzt nochmal die Kiste, die wir vorher hatten, plündern? Weil da war ja nicht so viel los an der Versorgungskiste. Wo waren die? Hier irgendwo, gell? Hier unten war die. Nee. Ja, wir haben Rang 2 erreicht. Wie haben wir Rang 2 erreicht? Das Kredit. Piloten-Outfit, Widerstandsfähnchen, Interaktion rekrutiert. Tritt auf Sicherheitstür des Widerstands. Okay. Ist gezeichnet. Dies ist genau das, was wir brauchen. Mission abgeschlossen. Ah, das war das Essen fortbringen. Sprich mit einem Mitglied, um, ja, wieder einen neuen Auftrag zu kriegen. Aber jetzt versuchen wir erst noch hier so eine Kiste, würde ich sagen, zu dingsen.
Oder so einen Bewohner davon zu überzeugen. Freundlich vorstellen. Ah, da hinten ist auch so eine Kiste. Vielleicht sollten wir die mal probieren. Wir können die mal noch kennenlernen. Und dann über Sabak plaudern. Und über Interessen reden. Und dann Balut. Balut freundlich inspirieren, dem Widerstand beizutreten. Oh, warte, da kommt einer. Das hat's geklappt. Ja. Versuchen die Ding zu entsperren. Hör auf, mit deinem Androiden zu reden. Hier. Mach schon, mach schon, mach schon, bevor wieder irgendwas Böses kommt. Ich stehe hier nur und warte auf besser Wetter. Batu fragen. Chatten, Komplimente über Programmieren machen. Ciao, ciao. Ach, toll. Wie lange ist er zu frustriert? Noch 38 Minuten, na super. Dann können wir ja vielleicht versuchen, noch mal jemanden zu rekrutieren. Freundlich inspirieren, dem Widerstand beizutreten. Ich bin hier nur spazieren mit meinem Druiden der R-Serie. Sind nur spazieren, tralidra, tratralala, tritra, tralala, tritra, scheiße. Nein, nicht kämpfen, nicht kämpfen. Hingehen. Bin ganz lieb. Total lieb bin ich. Ich bin ein Engel. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Da kommt wieder einer. Oh nein. Oh, wir gehen schon wieder. Oh, wir haben es wieder nicht geschafft. Was ist denn das für ein Scheiß? Teile plündern. Wieso prügelst du dich, du Idiot? Gesehen, wenigstens kann er danach wieder versuchen, das Ding zu öffnen. Na, uns geht's wieder prächtig.
Nein, lass mich in Ruhe. Ist ja nur wieder verhaftet. Mann, ich will nicht verhaftet werden. Ich möchte nur meine Droiden ins Inventar. Freundlich vorstellen. Das ist doch ein Krampf, ey. Pack jetzt mal deinen Druiden ins Inventar. Ich würde sagen, dann beenden wir hier den Part. Dann kümmere ich mich erstmal um ihn, dass es ihm wieder besser geht. Und dann probieren wir beim nächsten Mal nochmal so eine Versorgungskiste zu knacken. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure LA.